Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Freunde, heute soll es ums Cashback gehen. Ich zeige euch meine Seiten, die ich selber nutze, regelmäßig nutze, wenn ich online etwas einkaufe, um bares Geld wiederzubekommen. Ja, tatsächlich. Wenn du davon noch nichts gehört hast, dann bleib bis zum Schluss dran. Ich zeige dir nämlich, wie du davon profitieren kannst und was du zu beachten hast. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Ja, Freunde, heute möchte ich über Cashback sprechen, wie ihr bei jedem Einkauf Geld zurückbekommen könnt. Und ich befinde mich hier wohl auf der bekanntesten Cashback-Seite, die meisten kennen werden, und zwar schub.de. Wenn du es noch nicht kennst, alle Links findest du unten in der Beschreibung. Über diese kannst du dich registrieren und dann kannst du hier mit profitieren. Allgemein, wenn dich solche Themen interessieren, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Ich gebe hier regelmäßig Mehrwertes an die Hand, um dir das Kaufen und Verkaufen wie auf Marktplätzen wie eBay und Amazon zu erleichtern und besser zu machen. Ja, kommen wir zurück zum Cashback. Das Ganze schauen wir uns an eben, und zwar, wie schon gesagt, auf eins der bekanntesten Cashback-Seiten, und zwar schub.de. Wir sehen hier, wir haben die Möglichkeit, hier verschiedene Shops zu besuchen. Wenn wir dann über schub.de weitergeleitet werden an den Shop, dann können wir hier prozentual vom Netto-Einkaufspreis, beachte Netto. Das heißt, du musst vorher die 19% runterziehen von deinem Warenkorb und dann den prozentualen Anteil, wie hier zum Beispiel 8% bis zu 4% oder sogar 12%, auch mehr gibt es teilweise, die man dann als Cashback wiederbekommt. So, gehen wir mal ein bisschen drauf ein. Das heißt zum Beispiel, du suchst jetzt einen Shop, bei dem du regelmäßig kaufst. Ich kaufe zum Beispiel öfters bei eBay ein. Und dann klickst du hier drauf und dann siehst du schon, 1% Cashback gibt es hier zurück. So, das heißt, du möchtest Cashback dann aktivieren. Dann bekommst du hier nochmal so eine Bedingungsseite. Das musst du dir auf jeden Fall durchlesen, weil diese Bedingungen müssen erfüllt sein, um Cashback wiederzubekommen. Und dann hast du hier tatsächlich sogar noch die Möglichkeit, einen Gutschein anzuwenden. Ja? Das muss natürlich auch mit den Bedingungen übereinstimmen, wo du einkaufst. Nicht jeder Gutschein funktioniert, aber tatsächlich kannst du dann auch noch einen Gutschein anwenden. Und wenn du dann auf Cashback aktivieren drückst, dann wirst du weitergeleitet zum Beispiel an eBay hier in dem Falle. Und jetzt, egal was du in den Warenkorb tust und einkaufst, davon profitierst du schon mal mit 1%. Ja? Das kann sich ganz schön schnell zusammensammeln, deshalb in dem Fall würde ich das auf jeden Fall nutzen. Was ein kleines Plus bei Schub ist, du kannst auch ein Add-on für deinen Browser herunterladen. Dann hast du dieses kleine Fenster hier und dann wirst du im Normalfall immer, sobald du dich in irgendeinem Shop befindest, benachrichtigst über dieses Dropdown-Menü, dass du dann siehst, okay, dafür ist Cashback verfügbar, klickst du direkt Cashback aktivieren und dann kannst du schon von Cashback profitieren. So, bei mir sehe ich hier gerade, mein Cashback ist aktiv bei eBay, das heißt, ich würde jetzt irgendwas hier bestellen, dann würde ich 1% zurückkriegen. Gehen wir mal zurück dazu und wenn du dann so einen Kauf abgeschlossen hast, dann drückst du auch hier teilweise dann auf die Einkaufserinnerung und dann wird das in deinen Aktivitäten, wozu wir gleich noch kommen, das sehen wir hier in dem Reiter, dann hinterlegt und dann siehst du irgendwann mal, dass es auch erfasst ist. So, Erinnerung ist eine Sache, dann erfasst, das heißt, der Shop hat es dann erfasst, dass du da was eingekauft hast und im besten Falle wirst du dann das Geld auch zurückkriegen. Wichtig ist natürlich, man muss auch hier die Bedingungen beachten. Die Erfassung kann auch mal bis zu 12 Stunden dauern und Cashback-Verfügbarkeit, bis du das Geld auszahlen kannst, kann auch mal 60 bis 90 Tage betragen. Im Normalfall geht es schneller, habe ich die Erfahrung gemacht, aber das ist so die Regel. Ja. Wir sehen auch hier ganz viele Kundenbewertungen, genau, die sagen, okay, hat funktioniert, kein Problem und so weiter. So, dann klicke ich mal eben kurz auf Aktivitäten und wir sehen es hier, wie gesagt, das sind Shops, wo ich eingekauft habe. Man sieht es hier, der Status ist gerade erfasst, ja. Wir gehen mal kurz weiter, dann sehen wir andere Statusanzeigen, wie zum Beispiel hier. Da ist es schon verfügbar, zum Beispiel 1 Euro und so kann ich mir hier schon auszahlen, wenn ich möchte. Ansonsten hier haben wir noch Erfasste, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass es abgelehnt wird. Nicht jeder Shop sagt dann, okay, hier akzeptieren wir Cashback, denn manchmal ist es so, dass wenn du einen Gutschein nutzt, ja, und sehr viel Rabatt schon bekommst, dass das Cashback damit nicht in Verbindung stehen darf. Das heißt,
Da akzeptiert das der Shop dann nicht. Der sagt, du hast schon einen Gutschein angewendet und jetzt willst du noch Cashback dazu bekommen. Das akzeptieren wir nicht, lehnen wir ab. Und in dem Fall ist es abgelehnt worden. Aber in den meisten Fällen funktioniert auch das, ja. Und so, wenn es dann so gesagt verfügbar ist, was die Regel ja ist nach einer gewissen Zeit, dann ist es so, dass du dann dir das Geld auch auszahlen kannst. Dann gehst du hier auf Auszahlen. Und dann hast du tatsächlich die Möglichkeit, mit verschiedenen Auszahlungsmethoden dir das Geld einfach direkt auf dein Konto zu überweisen. Wir haben hier die SEPA-Überweisung, das heißt, ab einem Euro Mindestauszahlungsbetrag kannst du dir dein Geld schon auf dein Konto überweisen lassen. Ja, gibst du deine Bankdaten hier ein und dann kriegst du das Geld innerhalb von 3, 4 Werktagen maximal. So, wir haben auch die Möglichkeit, das Ganze uns auf das PayPal-Konto auszuzahlen. Das dauert in der Regel circa eine Stunde, also du bekommst innerhalb einer Stunde, geht ganz fix. Und das Geile ist bei Schub, man kann sich das Geld sogar auf den Bitcoin, auf das Bitcoin Wallet auszahlen. Also alle Bitcoin-Fans und Freunde hier unter uns, ihr könnt euch freuen. Also ab einem bestimmten Mindestauszahlbetrag von 25 Euro, in dem Falle könnt ihr euch das Ganze sogar in Krypto, also Bitcoin, auszahlen lassen. Ist ganz cool. So, wir haben auch die Möglichkeit, hier einen Wertgutschein, das Geld halt als einen Wertgutschein auszuzahlen. Und da sehen wir die Wertgutscheine schon direkt. Da könnt ihr dann auch teilweise sparen, wenn ihr zum Beispiel von Mediamarkt irgendwas euch nehmen möchtet, dann müsst ihr nur 24 Cashback-Euros gegen 25 € Gutscheinkosten wert eintauschen, ja, da habt ihr dann 1 Euro nochmal gut gemacht. Bei Zoo Plus zum Beispiel habt ihr sogar die Möglichkeit, hier 5 € sogar noch plus zu machen. Und so weiter und so fort könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen, was ihr da möchtet. Aber ich bevorzuge meistens immer die Auszahlung, weil so kann man mit dem Geld auch noch weitere Sachen machen. Es sei denn, ihr wollt unbedingt hier was bei Mediamarkt einkaufen, dann kann man natürlich hier so 1 € plus nochmal dazu zunehmen, ja, mitnehmen. So viel zu Schub gesagt. Also, wenn da noch Fragen sein sollten, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich werde so schnell wie möglich alles beantworten. Ansonsten der Anmeldelink findet ihr auch unten. Kommen wir mal zu den anderen. Dann gibt es hier zum Beispiel die Seite iGral. Wenn ich es richtig ausspreche, ist auch eine Cashback-Seite, wo ihr einfach mal auch Vergleiche gegenüberstellen könnt. Ja, das heißt, ihr guckt hier zum Beispiel, wenn ihr hier bei eBay regelmäßig kauft, ja, habt ihr auch hier 1% nur, ja. Wenn ihr aber Mediamarkt schaut zum Beispiel, hier habt ihr 3% statt 1%. Wenn wir zurück mal auf Schub gehen und sagen, hier möchte ich was bei über Mediamarkt kaufen, da haben wir nur 2%, ja. Das heißt, hier habt ihr schon die Möglichkeit, 1% mehr zu sparen an Cashback. Ihr müsst natürlich ein bisschen auf die Bedingungen achten. Kann sein, dass es hier mal ab und zu länger dauert, aber ich glaube, eigentlich ist das gleich. Genau, wir sehen hier Erfassung innerhalb einer Stunde. Dann die Zuverlässigkeit sehen wir hier 90% Cashback-Verfügbarkeit innerhalb von 120 Tagen bis 180 Tagen. Also ganz schön lange. Wir sehen hier aber auch genau das gleiche, 4 bis 6 Monate. Deshalb würde ich das schon mal favorisieren und hier rüber kaufen. Ja, da habt ihr dann 3%. 1% mehr kann man mitnehmen. Und bei Mediamarkt kann man auf jeden Fall Sachen, teure Sachen, Elektrogeräte oder so, da rentiert sich das Ganze ganz schnell mal eben. So, und so könnt ihr das Ganze einfach mal checken, wo könnt ihr besser sparen und habt dann auf jeden Fall die Möglichkeit, da auch Cashback anzuwenden. Genauso Prinzip, das funktioniert das Prinzip auch hier. Ihr aktiviert das Cashback, werdet weitergeleitet und dann habt ihr hier ein Konto, wo euch euer Guthaben gesammelt wird. So, dann gibt es noch eine Seite, die ich euch zeigen wollte, ist Top Cashback. Vielleicht kennen das die wenigsten. Hier ist es so, dass auch hier es prozentuale Unterschiede gibt von Shop zu Shop. Und zwar kaufe ich auch hier gerne drüber ein. Und zwar eBay haben wir hier die Möglichkeit, tatsächlich sogar 2% zu sparen. Teilweise gibt es Aktionen, wo es dann 5% sind, die ihr dann vom Nettoeinkaufspreis bei eBay sparen könnt an Cashback und wiederbekommt. So, und warum nicht, sage ich immer, ja? Deshalb kann es sich auch durchaus für dich lohnen. Ich habe die Links unten hier in die Beschreibung reingepackt. Registrier dich und so kannst du dann bares Geld sparen. Kurz noch zu einem anderen Thema, was Cashback angeht. Und zwar, wenn du öfters mit PayPal bezahlst, dann hast du auch hier die Möglichkeit, Cashback wieder zu bekommen.
Und zwar hat PayPal hier eine Business Debit Mastercard. Ich nutze die selber auch und bekomme für jeden Umsatz, den ich mit dieser Karte mache, 0,5% Cashback. Das wird dann monatlich auf dein Konto gutgeschrieben und dann hast du einfach mehr Guthaben auf PayPal. Das Ganze kannst du dir hier beantragen, habe ich auch unten einen Link reingepackt, schau dir das Ganze an, wenn du das beantragen kannst, lohnt es sich definitiv, weil du kannst in dem Falle mit jedem Einkauf sparen. Das Manko dabei ist, das ist keine Kreditkarte, wo du dann quasi so 5000 Euro im Monat Limit hast, nein, dieses Geld, was du mit dieser Kreditkarte oder mit dieser Debitkarte kaufen kannst, das muss auf deinem PayPal-Guthaben drauf sein. Das heißt, wenn du 1000 Euro Guthaben hast, du kannst natürlich vom Bankkonto überweisen auf PayPal-Guthaben und dann kannst du aber darüber einkaufen und kannst somit 0,5% sparen. Das kann ganz schön viel Geld werden auf einmal und deshalb lohnt es sich auch in dem Falle. Zu der ganzen Cashback-Geschichte musst du aber darauf achten, wenn du das Ganze gewerblich nutzt, das heißt für Reselling und andere Dinge, dass du Waren kaufst und wieder verkaufst und dafür Cashback wiederbekommst, bist du natürlich auch gezwungen, das Ganze bei der Steuererklärung mit anzugeben. Das heißt, du musst dann auch sagen, so für diese Einkäufe, für dieses Geschäft habe ich auch Cashback wiederbekommen. Das musst du angeben, weil sonst kann es da Probleme geben. Lass dich da am besten mit deinem Steuerberater, von deinem Steuerberater beraten und dann wird er dir den besten Rat dafür geben. So viel zu der Cashback-Geschichte. Du kannst auf jeden Fall profitieren. Ich freue mich, wenn dir das Ganze geholfen hat und freue mich, wenn du beim nächsten Video auch dabei bist. Wenn du mehr solche Videos sehen möchtest, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Gib dem Video auch gerne einen Daumen hoch, wenn nicht schon getan. Das motiviert mich, viele, viele weitere solche Videos zu machen, um dir dabei zu helfen, erfolgreiche Einkäufe und Verkäufe zu tätigen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Dein Alex. Ciao.